Ja, hallo. Ich zeige hier nochmal die Superguns Max von der Arcade Forge. Ich habe hier zweimal fertig gemacht. Ein Ziel. Ohne CPS Kekanis. Und einmal eins mit CPS 2 Kekanis. Fangen wir mal beim Strom an. Das ist so ein Molex Stromkabel. Hier sieht man, ich habe da 12 Volt, 2 Milligrounds und das 5 Volt dran geschrieben. 5 Volt ist rot, Ground ist blau und 12 Volt ist gelb. Die kommen dann hier. 12 Volt ist blau. Ground kommt hier blau dran und rot kommt auf die 5 Volt. Ja, und ansonsten haben wir hier zwei Konnektoren für Controller. Hier haben wir Buttons für Coin, Player 1 Start, Player 2 Start, Service und Test, ein An- und Ausschalter, Mono Stereo Switch, 5 Volt Anzeige, einmal ein RGB Einsteller, da kann man die Farben ein bisschen mit rausdrehen. Hier zwei Konnektoren für Sound. Und nochmal ein SCART Connector für Bild. Hier ist der Yammer Connector. Und hier das Kekanis für CPS 2, wenn man eben Spiele machen will, Street Fighter oder sowas mit 6 Buttons braucht man sowas, ne? Alles klar. Soweit der kleine Exkurs hier. Ach ja, hier. Das ist ein Stromkabel. Das kommt an diese Arcade-Automaten-Netzteil dran. Solche Arcade-Automaten-Netzteile werden auf dem Arcade-Automaten nur verwendet. Okay, vielen Dank.